Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem ersten Rossmann Drogerie Haul 2022. Ich war eben gerade in meiner liebsten Drogerie und habe wieder einige Sachen gekauft, die ich super spannend war. Einige Sachen habe ich nachgekauft und einige Sachen habe ich neu gekauft, um sie in diesem Monat und in der nächsten Zeit zu testen. Und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Mein letzter Drogerie-Haul hat euch super, super gut gefallen. Und ich dachte mir, okay, wenn ihr das mögt, ich finde das selber immer super spannend. Ich schaue mir selber immer gerne Drogerie-Hauls an. Guess what? Ich nehme euch einfach mit, beziehungsweise habe ich alles eingekauft und werde mit euch gleich so ein bisschen durch meine Tüte schauen. Ihr seht, die ersten Sachen schauen schon raus und das ist wieder von Beauty bis Interior bis Haushalt, alles mit dabei. Bevor wir da aber loslegen, wollte ich euch sagen, dass ich endlich wieder einen Rabattcode habe. Und zwar ist das mein letzter 30% Rabattcode mit Beautymates. Und zwar kennt ihr Beautymates mit Sicherheit schon. Bei Beautymates kriegt ihr meiner Meinung nach die beste persönliche Hautpflegeroutine zu eurer Haut angepasst. Ich habe mich heute für dieses Video für meine zwei Favoriten wieder entschieden. Den Augenlifting Booster und den Selbstbräuner Booster. Das Ganze gibt es in Sets. Ihr könnt das Ganze aber auch einzeln auswählen. Ich packe euch einen Link einmal unten rein. Da kommt ihr direkt auch zu einem sogenannten Set-Konfigurator. Da könnt ihr schauen, welche Haut habt ihr gerade, was braucht ihr gerade und was wollt ihr mit eurer Haut erreichen. Und ich muss sagen, die Sachen funktionieren wirklich, wirklich gut. Vor allen Dingen jetzt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Sonne gesehen habe, eine echte zumindest. Der Selbstbräuner Booster ist einer der besten fürs Gesicht, finde ich. Er riecht nicht, er wird nicht orange, er wird nicht fleckig. Ihr macht einfach zwei Tropfen davon in eure Creme. Die kennt ihr schon, das ist die Hyaluron Creme Lift. Eine meiner liebsten Cremes überhaupt, denn da ist nichts drin, was da nicht reingehört. Keine Duftstoffe, keine Parabene, kein Mineralöle, keine Silikone. Sie zieht sehr, sehr schnell ein, hinterlässt aber ein schönes Gefühl auf der Haut. Das Ganze im Set ist natürlich immer noch viel, viel günstiger, wenn ihr den Code mit anwendet. Schaut also gerne bei Beautymates vorbei. Damit könnt ihr einfach eure Haut auf ein anderes Level bringen. Große Empfehlung von mir ist, wie gesagt, der Augenlifting Booster oder der Anti-Pickel Booster. Ich hatte in der letzten Zeit hier, da wo ich diese einzelnen Härchen habe, immer so Entzündungen. Einfach einen Tropfen rauf, am nächsten Tag, zack, bumm, weg. It's magic. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Deswegen schaut unten einfach mal in die Infobox, da findet ihr alle Informationen zu Beautymates. Und jetzt, Freunde, geht es los. Ihr kennt meine Drogerie Holz. Die haben gar keinen, ja, Mehrwert würde ich jetzt nicht sagen, aber sie haben keinen roten Faden. Ich stelle die Tüte auf und wir fangen an. Wir starten mit dem für mich wichtigsten Produkt 2022. Ihr wisst, ich habe eine Firma und ich bin selbstständig und deswegen ist natürlich die Steuererklärung immer das Allerwichtigste für mich. Ich habe mir einen neuen Ordner gekauft und zwar fand ich die Farbe so schön. Ihr seht, ich habe schon 2022 draufgeschrieben. Ich bin da sehr geordnet, muss ich sagen, weil mein Vater hat immer zwei Sachen gesagt, die ich kennen muss: Englisch, Excel und korrekt beim Finanzamt alles melden. Und deswegen habe ich mir einen Ordner gekauft, der ist von Falke. Das war in so einem schönen Pink, in so einem Babypink. Und jedes Jahr kaufe ich mir irgendwie eine andere Farbe, die alle aber irgendwie alle so ein bisschen zusammenpassen. Und ich dachte, das ist ganz gut. Der ist schön dick, da passt alles rein und da kann ich alle meine Belege mit einsortieren. Und ich mache immer meistens 2 Jahre in einen Ordner. Ich habe einen Ordner gekauft und ich finde die Farbe ganz schön. Also wenn ihr Farben sucht, die für eure Ordner ein bisschen spannender sind, die von Falke sind immer sehr gut. Die haben hier auch so einen Hebel. Ich wusste nicht, das ist verrückt, ne? Ich wusste nicht, dass es so große Unterschiede zwischen Ordnern gibt, aber gibt es tatsächlich. Und die von Falke sind ein Stückchen teurer, aber sie sind auch wirklich gut. Da reißt nichts ein, das lässt sich gut öffnen und wieder schließen. Wow, wie alt sind wir geworden, dass wir uns immer Schnellhefter freuen. Wir machen weiter. Ich habe hier eine Haarfarbe, einfach um so ein bisschen kleine grauen Härchen abzudecken. Freunde, es ist soweit. Es ist soweit. Und ich weiß, dass die gut ist. Ich benutze sie auch wirklich nur punktuell. Also ich mache das nicht auf meinen kompletten Haaransatz oder so. Ich habe meistens nur an den Seiten graue Haare und damit decke ich das so ein bisschen ab. Die benutze ich nachher, vielleicht auch irgendwann im Laufe der Woche, aber wenn ihr gute Haarfarben kennt, die für Herren gemacht sind, das ist halt, ich bin kein Fan davon, Sachen zu gendern, aber bei Haarfarben ist das immer so ein Ding, die Herrenhaarfarben sind wesentlich kühler und deswegen benutze ich immer gerne kühle Untertöne, damit das nicht so gefärbt aussieht.
Falls ihr Vorschläge habt, schreibt es mir gerne unten mit rein. Dann habe ich mir etwas nachgekauft und zwar ist das Isana Pure Serum. Das habe ich auch eben schon einmal benutzt. Das ist ein Feuchtigkeitsserum mit Hyaluron und Panthenol. Benutze ich gerne, erzähle ich euch viel, viel mehr dazu in dem Aufgebrauch-Video. Das ist dann nämlich jetzt schon meine, ich glaube, dritte Flasche. Freunde, das ist von Ena Bio, die Sojaschnetzel Fein. Ein veganer Fleischersatz. Und erst war ich so, okay, vielleicht erinnert ihr euch an meinen letzten Haul, da hatte ich die nämlich auch schon gekauft. Iconic. Also man muss diesen Sojageschmack mögen. Ich mag den tatsächlich sehr, sehr gerne. Das schmeckt immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen nussiger. Ich mag das aber ganz gerne und ich finde, das ist eine super Alternative für eine Bolognese oder für vor allen Dingen so einen Nudelauflauf, wo man eher viel mit anderen Geschmäckern arbeitet und wenn man den schön auskocht, also man muss den so ein bisschen einweichen. Es ist ein Stückchen mehr Arbeit, aber ganz ehrlich, im Moment ist das bei mir eh ganz verrückt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich bin nicht vegan, ich bin auch nicht vegetarisch, aber im Moment habe ich eher das Verlangen, natürlicher zu essen. Ich will dann zu demnächst auch nochmal ein Video oder einen Insta-Post machen, was sich bei mir so alles verändert hat in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe das Gefühl, dass mir eine andere Ernährung geistig oder mental besser tut und dazu gehört halt kein Fleisch. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber ganz ehrlich, es schmeckt sehr gut. Hier ist einmal der Beleg und dann habe ich hier etwas wieder gekauft, was ich vor Jahren mal hatte. Ich hatte das damals aus Amerika mitgebracht, das war 2010, da war ich das letzte Mal dort, Classic Carmex. Das ist eine Lippenpflege und das ist die beste Lippenpflege von Make-up-Artists. Also das, ich weiß nicht, wie das funktioniert, das ist verrückt, mit einem Wattestäbchen ein bisschen rauf machen, einwirken lassen und dann kannst du mit dem Wattestäbchen wirklich diese trockenen Hautschüppchen wegmachen. Und das, ich mag den Geschmack nicht, manche lieben den, manche hassen den, aber das ist wirklich, vor allen Dingen jetzt, Heizungsluft, kaltes Wetter, die beste Lippenpflege. Und so teuer war die auch gar nicht. Die hat 1,95 € gekostet und man braucht halt wirklich, wirklich, wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Bevor ihr fragt, was ich auf den Lippen trage, einmal den Lip Liner von Nabla in 5, den Ariana Grande Rem Beauty Lippenstift in Roller Skates und den Lipgloss seht ihr in ein paar Tagen. Dann habe ich wie immer von Isana die feuchten Kosmetiktücher mitgenommen. Diesmal die mit ohne Alkohol und mit Allantoin und Mandelölextrakt. Was ich sehr gut finde, ist, dass hier jetzt auch mittlerweile draufsteht, dass man das nicht in die Toilette machen soll oder auch nicht einfach so wegwerfen soll. Make-up-Wipes benutze ich eh nicht für mein Gesicht, sondern ich benutze das meistens nur für meinen Handrücken oder für meine Pinsel, wenn ich da mal so kurz rübergehen möchte. Ich habe mein Microfiber Multitool, es ist auch wieder verfügbar, also schaut da gerne vorbei. Dieses Ding ist ein Multitasking-Tool. Ich lerne jeden Tag wieder neue Sachen kennen. Ihr könnt die Pinsel damit sauber machen. Ihr könnt euer Bart damit putzen, literally. Ich setze euch den Link mal unten rein. Die benutze ich immer. Ich kaufe die immer nach. Die kosten nicht viel. 95 Cent und zum zwischendurch mal Lippenstift abmachen oder so ist es okay. Dann habe ich mitgenommen von Bilou. Bilou und ich ist so eine Hassliebe. Ich finde die Idee, die Bibi da gemacht hat, fantastisch, größten Respekt. Und manche Produkte sind auch wirklich, wirklich gut. Das ist das Apricot Shake Hair Repair Spray. Das riecht fantastisch. Ich liebe die Farbe und ich habe so eine Macke. Ne? Ich bin ja wirklich eher so ein bisschen clean und ich pull dann immer hier diese Sticker ab und dann habe ich so einfarbige Flaschen. Das sieht einfach viel, 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 viel ordentlicher aus im Bad. Das benutze ich für zwischendrin. Mittlerweile probiere ich was mit meinen Haaren gerade aus. Ich wasche mir nur noch alle 2 Tage, alle 3 Tage vielleicht und deswegen trage ich auch im Moment vermehrt Mütze und um zwischendurch die Haare wieder aufzubauen, wollte ich das mal probieren. Es riecht sehr gut nach Aprikose und tatsächlich nicht so süß wie so die anderen Bilou-Produkte. Also bin ich gespannt. Wir testen es. Dann musst du unbedingt wieder mit der Caramel Apple Pie Tee. Einmalig süß, ohne Kalorien. Das ist ein Tee von Teekanne. Und ich mache es ja mittlerweile so, um wirklich viel zu trinken. Ich habe in den letzten 2 Jahren eigentlich gelernt, dass wenn ich viel trinke, meine Haut fantastisch wird. Wirklich, wirklich gut. Und mir fällt es schwer, Wasser zu trinken. Ich bin viel zu geizig, viel zu geizig. Diese, wie heißt das, dieses Air abzukaufen, das ist super, super gut. Aber mir ist das persönlich zu teuer für den Alltag, weil ich ja wirklich viel trinke. Und ich mache mir morgens, wenn ich aufstehe, um 5:30 mache ich mir so einen 2-Liter-Bottich. Da mache ich 2 Teebeutel rein, warmes Wasser. Dann ist der kalt und den trinke ich dann im Laufe des Tages. Und so fällt es mir wesentlich leichter,
viel zu trinken. Und der schmeckt gut. Das schmeckt halt auch gleichzeitig auch noch so ein bisschen süß. Und das ist wie Limonade trinken, aber halt ohne Zucker. Dann durfte mit von Isana diese Lovely Coco Creme Dusche mit zart cremigem Duft nach Kokos. Tatsächlich riecht das eher so ein bisschen nach Schokolade. Hier steht auch drauf, dass es ein klimaneutrales Produkt ist. Rezeptur ohne Mikroplastik und 100% recyceltes Plastik. Finde ich sehr, sehr gut, dass Rossmann das mittlerweile macht. Das ist eine LE. Ich benutze das ganz gerne einfach um so eine schnelle Dusche zwischendurch. Also manchmal ist es so, dass ich zweimal am Tag dusche, weil ich mich einfach dann eklig fühle. Wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe, morgens gehe ich früh duschen und wenn ich dann abends zu Danny fahre oder so, will ich mich einfach nochmal frisch fühlen. Dann nehme ich so eine Dusche, die riecht schön, die kostet 65 Cent und die riecht ganz gut. Bin ich gespannt. Ich arbeite auch gerade in großen Schritten auf mein Aufgebraucht-Video hinaus. Das seht ihr dann. Dann durfte mit, das fand ich auch toll, das habe ich noch nie gesehen, das ist von Urinique, das Thailand Feeling, eine Pflegedusche mit Mandelmilch. Und erst hatte ich das Isana-Ding und das roch schon sehr gut. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen teurer. 1,85 Euro. Das ist eine Dusche, natürliche Feuchtigkeitsbalance, Orangenblüte und Bambus und das riecht wie so ein Spa-Besuch. Und da ich keine Zeit für einen Spa-Besuch habe, dachte ich mir, okay, manchmal ist es schön, wenn man sich einfach so ein bisschen frisch fühlt und so ein Dufterlebnis hat. Ihr werdet viel sehen. Ich arbeite viel mit Gerüchen. Ich bin ein sehr, sehr großer Geruchsmensch. Und deswegen ist es für mich sehr, sehr schwierig, diese ganzen Make-up-Produkte, dass sie immer weniger mit Düften sind. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ist das gut für die Haut? Weiß ich nicht. Ich vertrage es auf jeden Fall. Und deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne. Bin ich auch hier gespannt. Aber es wird natürlich eine Weile dauern, bis ich diese ganzen Duschgele aufgebraucht habe. Schreibt mir aber unbedingt einmal in die Kommentare, welche Duschgele ihr in der Drogerie am liebsten benutzt. Sind es wirklich diese günstigen für 65 Cent oder geht ihr auch mal ein Stückchen teurer für 1, 2 Euro oder so? Da schäme ich mich ein bisschen. Aber Freunde, ihr seid meine Freunde und ich habe keine Geheimnisse vor euch. Zumindest nichts, was ich wirklich nicht darf und wo ich NDAs unterschreiben muss für, die mich in den Ruin treiben würden, wenn ich es euch erzählen würde. Ich habe mir ein Koffein-Shampoo gekauft und honestly war ich auch hier zu geizig, das von Alpecin zu kaufen und deswegen dachte ich mir hier, okay, wir probieren einfach das von Isana aus, das soll die Haarwurzeln aktivieren und das Haarwachstum beschleunigen. Guess what? Daddy's going bald und ich sehe schon mein Ticket 2023 nach Istanbul. Also, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich glaube viel an diesen Placebo-Effekt und wenn ich mir einbilde, dass das was bringt, okay. Es hat nur ein Drittel gekostet, würde das von Alpecin. Hier probieren wir gleich mal etwas zusammen aus und zwar ist das ein Body Spray von Isana. Das ist mit Hyaluron und Aloe Vera für normale bis trockene Haut und ich erinnere mich, dass dieses Wasserspray von Isana sehr, sehr beliebt im Sommer war. Und irgendwann wird es hoffentlich mal wieder Sommer. Ich dachte aber, dass das vielleicht ein gutes Setting-Spray sein könnte. Kombination aus nieder- und hochmolekularer Hyaluronsäure. Wertvolle Lipide, zartpflegender Pflegeplus. Das Spray bietet eine ergänzende Pflege zur Bodylotion. Okay, wollen wir es ausprobieren? Oh, Sprühnebel ist toll. Es riecht ganz, ganz leicht. Ich sprühe es mir jetzt einfach ins Gesicht. Okay, also das ist kein Setting-Spray-Spray-Kopf, aber wenn der Inhalt gut ist, kann ich mir vorstellen, dass man das vielleicht irgendwo anders reinfüllt. Und ihr seht sofort, wie schön frisch das auf der Haut aussieht. Also ich probiere gerade so ein paar günstige Alternativen zu teuren Produkten zu finden. Und wenn das vielleicht eine gute Alternative zu dem MacFix Plus sein könnte oder zu dem Milk Hydro Grip, das lasse ich definitiv gleich hier. Das war halt spottbillig, ne? Also muss man wirklich sagen. Isana hat tolle Preise. Isana. Hydro Booster, 2,50 Euro, ne? Also das ist ein Zehntel von dem Fix Plus. Lasse ich hier stehen. Ansonsten, wenn es im Gesicht nicht funktioniert, kann man das auch auf dem Körper benutzen. Also manchmal finde ich das einfacher, sich einfach schnell einzusprühen, als einzucremen. Apropos Creme, ein Produkt musste mit. Ihr wisst, ich bin ein großer, großer Freund von Mixer und eigentlich creme ich mich auch mit nichts anderem ein, außer der Resveratrol-Creme von Asam. Die Mixer Body Lotions sind aber die besten und auch hier intensiv straffend. Weihnachten war lecker und ich weiß es nicht. Ich mag das auf jeden Fall am liebsten. Ich finde, die Mixer-Sachen riechen gut, die fühlen sich gut an. Ich habe auch so einen großen Bottich, den hatte ich von Mixer zugeschickt. Aber ich bin halt so, wenn mir etwas gefällt und mir eine Firma etwas schickt, dann schreibe ich halt nicht, hallo, kann ich es doch mal haben, sondern ich kaufe es mir dann einfach selber. Einfach, weil ich
auch der Firma dann das Geld dann irgendwie zurückgeben möchte, weil das kostet sie natürlich auch was. Und wenn Mixer gute Produkte macht, ja, dann kaufe ich es mir halt selber. Und das ist eine sehr teure Creme, muss ich sagen. Ne? Also 4 Euro finde ich schon recht viel für eine Bodylotion. Dann hab ich 20% gespart, Freunde. Es gab so einen Coupon in der Rossmann-App, dass man, wenn man 2 Finish-Produkte kauft, 20% kauft. Und da ich so einen Tick habe mit Spülmaschine sauber machen und Waschmaschine sauber machen, geht das ungefähr alle 3-4 Wochen in meine Spülmaschine. Und dann habe ich mir einfach noch so ein Spülmaschinen-Deo mitgenommen. Das hat 1 Euro gekostet oder so, oder 1,20, und das 3 Euro und dann 20%. Habe ich ein bisschen was gespart. Ob man das jetzt gebraucht hätte, weiß ich nicht. Aber das ist halt immer so das Ding, ne? Wenn man was sparen kann, dann macht das Ganze noch viel, viel mehr Spaß. Seid ihr auch so? Okay, dann geht es weiter mit einer Mundspülung von Procudent. Auch das ist die Rossmann Eigenmarke. Mag ich sehr, sehr gerne. Habe ich schon gekauft. Ist aufgebraucht. Seht ihr im Aufgebraucht-Video. Ist sehr günstig. Ich weiß nicht, ob so Mundspülungen wirklich etwas tun. Ich bin kein Zahnarzt. Falls jemand hier beim Zahnarzt arbeitet oder vielleicht selber Zahnarzt, Zahnärztin ist, schreibt mir das gerne rein. Ich benutze das meistens tatsächlich einfach, weil das einen schönen Geschmack hat. Und auch zwischendurch, ich putze mir 2-mal, manchmal 3-mal am Tag die Zähne. Und manchmal, wenn ich aber gegessen habe oder einen Kaffee getrunken habe, dann nehme ich so eine Mundspülung. Und dann fühlt sich der Mund so ein bisschen frischer an. Das ist besser als Kaugummi kauen. Ich habe nämlich vom Kaugummi kauen das Problem, dass ich Kopfschmerzen kriege und mein Kiefer dann so dick wird. Und das ist mir zu anstrengend. Und so eine Mundspülung geht halt ganz schnell. Mag ich sehr gerne und 95 Cent. Dann habe ich etwas gekauft, und zwar von Rival de Loop, ein Lip Oil. Und zwar wollte ich das auf einem TikTok gegen das Dior Lip Oil antreten lassen. Das ist ja gerade total gehypt. Ich habe auch hier schon ein tolles Dupe von Catrice euch gezeigt, aber das war noch, glaube ich, noch ein Stück günstiger. Und wenn das wirklich gut ist, 38 Euro und 1,50 Euro oder so. Dann habe ich mir von Beauty Glam ein Niacinamid-Serum mitgebracht. Tatsächlich habe ich das hier von Balea schon aufgebraucht und das war sehr, sehr gut. Aber ich dachte mir, wir probieren einfach mal das. Das gab es jetzt auch bei Rossmann. 8% Niacinamid und 1% Zink für ein verfeinertes Hautbild. Das war recht teuer. Es hat 10 Euro gekostet, aber ich bin gespannt, da es von Beauty Mates noch kein Niacinamid-Serum gibt, dachte ich mir, probieren wir das einmal aus, und das passt halt auch so vom Design her gut zu den Beauty Mates Produkten. Ihr merkt, ne? Ich habe so einen Design-Tick. Dann habe ich mir nachgekauft tatsächlich von Rival Loves Me den Lip Balm. Das ist der beste Lippenbalsam für zwischendurch, wenn ihr die so Geschmäcker mögt. Ich mache das meistens abends rauf, weil ich habe das Gefühl, ich kann besser einschlafen, wenn ich mir so einen gut duftenden Lippenbalm auf die Lippen gebe. Der riecht nach Vanille und der riecht, oh, wie Vanillekipferl. Also die Weihnachtsfeiertage ein bisschen weiter. Auch das ist recht günstig. Ich glaube 95 Cent oder so. Sehr, sehr gut und vegan. Dann habe ich mir nachgekauft das Garnier Micellenwasser. Das benutze ich mittlerweile ausschließlich nur noch, wenn ich komplett wasserfeste, feste, super trockene Mascara benutze. Sonst geht das mit meinem Microfiber Multitool alles runter. Aber manchmal will ich nicht so stark reiben, oder wenn ich mich schon 3-mal geschminkt habe abends, dann will ich einfach jetzt dann nicht noch eine Stunde im Bad stehen. Das aufs Microfiber Multitool, ihr spart die Wattepads und das geht noch besser weg. PS. Meine Base gefällt mir gut. Also dieses Spray, First Impression, super. Und dann habe ich mir noch ein Duschgel mitgenommen. Ihr merkt schon, ne? Das ist sehr duschgellastig. Hier von Felce Azzurra. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Also meine italienischen Freunde werden es kennen. Das riecht einfach für mich nach Italien. Das ist eine italienische Marke. Das riecht alles so nach Talcumpuder. Aber sehr pudrig, sehr frisch und so ein bisschen zitrisch. Das gibt es recht selten hier in Deutschland. Ich glaube, Edeka hat verschiedene Sachen. Rossmann hat das Duschgel und so eine Puderpads, die mag ich aber nicht. Das riecht halt für mich einfach nach italienischer Familie. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Da schwelge ich dann immer so eine Erinnerung. Probiert es mal aus, wenn ihr das nächste Mal bei Rossmann seid. Riecht daran. Es ist wirklich, wirklich gut. Dann habe ich mir hier von Bio-Vegan meinen Rührei-Ersatz mitgenommen. Wie gesagt, ich bin nicht vegan, ich bin nicht vegetarisch, aber manchmal habe ich Lust auf ein Ei, aber manchmal habe ich halt auch keine Lust auf ein Ei. Es ist bekloppt. Aber ich werde das mal ausprobieren, dann gebe ich euch dazu auf jeden Fall ein paar Infos. Das ist mit Karottenfasern, Kichererbsenmehl, Flohsamenschalen. Das hat halt recht viele Ballaststoffe. Das probiere ich halt in meinen Ernährungskreislauf mit reinzunehmen. Ballaststoffe, viele, damit das einfach alles... Ich bin der festen Überzeugung, dass
die Haut so ist, wie man isst. Und wenn man vernünftig isst, hat man eine gute Haut. Und wenn man ballaststoffreich ist, und deswegen trinke ich halt auch immer diesen widerlichen Selleriesaft, die Bitterstoffe reinigen so ein bisschen die Leber, bilde ich mir ein. Und die Fasern sind gut für den Darm. Deswegen probieren wir das mal aus. Und vielleicht ist das ja wirklich eine gute Alternative. Dann musste mit von Camille die Nagel- und Handcreme. Das ist die einzige Handcreme, die ich benutze. Ich habe alle Handcremes dieser Welt schon ausprobiert und das ist wirklich die beste. Ich habe sie mir in klein für meine Handtasche mitgenommen oder für meine Umhängetasche, weil ich habe so einen Tick, wenn ich mir die Hände irgendwo wasche und wir waschen uns ja im Moment alle die Hände, ich kann es auf den Teufel danach nicht aushalten. Ich spreche fremde Leute an und frage: Entschuldigung, haben Sie Handcreme? Oder ich fahre mit dem Auto in die nächste Drogerie, um mir die Hände einzucremen. Ich kann dieses trockene Gefühl nicht ab. Ich kann dieses Gefühl von trockener Haut aufeinander nicht aus. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich davon spreche. Auch das, totale Macke. Aber vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Also so frisch gewaschene, trockene Hände finde ich ganz, ganz unangenehm. Und deswegen für die Handtasche, weil ich mir jetzt oft unterwegs wieder die Hände wasche oder auch desinfiziere, ist das die einzige und die beste und die, ich glaube, auch die bestverkaufteste Handcreme überhaupt. Und dann wollte ich mal mitnehmen hier die antibakteriellen Clear-Up-Strips. Entfernen sanft Mitesser und sind porenverfeinernd mit Teebaumöl. Kann man auf die Stirn, auf die Nase oder aufs Kinn packen. Bin ich gespannt, gebe ich euch ein Update zu. Ich habe nicht so das Problem mit Mitessern, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich viel Make-up getragen habe und mich nicht so richtig gewaschen habe, abends meine Poren recht groß sind und Teebaumöl ist immer sehr, sehr gut für Pickelchen und für Unreinheiten und das probieren wir mal aus. Dann durfte mein Deo nochmal mit. Das ist das Dove Men Plus Care Deo Antitranspirant 48 Stunden Protect. Ich dusche mehr als einmal alle 48 Stunden. Aber ich liebe den Geruch. Ich hätte gerne, wenn jemand bei Dove arbeitet, das als Raumduft. Bestes Deo überhaupt. Und zu guter Letzt einen neuen Raumduft. Das ist von Rubinlicht, also der Rossmann Eigenmarke. Lemon und Koriander. Und hier ist so ein Tester drin und das riecht, das. Okay, ein bisschen Real Talk. Ich bin im Moment extrem gestresst und extrem unruhig und ich sehne mich nach nichts mehr als meiner Woche Urlaub. Wirklich richtig, richtig Urlaub in einem Spa-Retreat. Irgendwas, wo man abschalten kann. Es geht im Moment aber einfach nicht. Und ich probiere mir so durch so Kleinigkeiten meinen Alltag gerade ein bisschen schöner zu machen. Und ich glaube, dass so ein schöner Geruch. Man fühlt sich dann wohl und ich verbringe, und das, oh Gott, jetzt wird es emotional. Ich verbringe seit 2 Jahren jeden Tag in meiner Wohnung. Ich arbeite hier, ich lebe hier, ich habe eine Firma hier gegründet, ich habe komplette Kollektionen für die Drogerie hier zu Hause gemacht und ich bin sehr, sehr viel zu Hause. Und manchmal habe ich das Gefühl, mir fällt die Decke so ein bisschen auf den Kopf, weil ich ja natürlich auch sehr viel alleine bin. Ich rede zwar mit Tausenden, Hunderttausenden Menschen jeden Tag, aber am Ende des Tages bin ich trotzdem tagsüber alleine. Danny ist ja nicht immer hier. Und wenn ich so ein bisschen etwas Schönes rieche, dann glaube ich, dass mir das ganz gut tut. Und das riecht wirklich wie so ein Spa-Retreat. Und wenn ich mir das vielleicht ins Bad stelle oder so ein leichter Duft mag ich sehr gerne. Und auch das ist wesentlich günstiger als diese Ipuro-Dinger. Und das, Freunde, war mein Rossmann Haul Januar 2022. Ich bin super, super gespannt, was ihr diesen Monat gekauft habt. Oder vielleicht geht ihr ja auch noch in die Drogerie. Ich konnte es tatsächlich nicht mehr abwarten, seit Weihnachten in die Drogerie zu gehen, denn ich muss noch so ein paar Sachen klären. Aber schaut ihr gerne einmal in der Infobox vorbei. Da findet ihr alle Informationen zu Beauty Mates. Große, große, große Empfehlung, wenn ihr so ein bisschen frischer aussehen wollt. Tschüss!